Hallo und willkommen zu Part 6 der MM4001 Tutorial-Serie. Ja, wir wollten ja eigentlich weitermachen, nachdem wir den RAM und den Stack in den letzten paar Folgen implementiert haben, mit den Flex. Das könnten wir theoretisch auch tun, nur müssten wir halt, um die Flex auch irgendwie halbwegs sinnvoll zu nutzen, auch Sprungbedingungen einfügen. Und diese Sprungbedingungen bringen recht wenig, wenn wir kein Programm haben, in dem wir springen können. Also Ziel der heutigen Episode, Programmspeicher einfügen. Das ist eine Harvard-Architektur. Es gibt noch die von Neumann, das habe ich am Anfang der Serie drauf angespielt. In der Harvard-Architektur haben wir den Programm und Datenspeicher getrennt. Sprich, wir werden im RAM, also ich könnte mal ein bisschen hinzoomen, im RAM hier werden unsere Daten liegen, genauso wie im Stack und in den Registern eben. Und da wird kein Programm drin liegen. Sprich, die CPU selbst hat keine Möglichkeit, das Programm im RAM aktiv zu ändern, weil ja kein Programm im RAM liegt. Wir haben einen Festwertspeicher, eine ROM, als Programmquelle. Wir in Logisim können die super editieren mit Rechtsklick und sowas. In echt geht es nicht so leicht. Es gibt zwar ROM-Arten, sage ich jetzt mal, EEP-ROMs, EEP-ROMs und sowas. Oder Non-Volatile RAMs, das sind nicht flüchtige Arbeitsspeicher. Also das wären auch Möglichkeiten von wiederbeschreibbaren ROMs. Wir werden hier jetzt aber mal einfach so eine ROM nehmen, die Logisim uns liefert. So gebaut in echt wäre diese ROM nicht wieder beschreibbar. Sprich, wir müssen die ganzen Programme reinschreiben, beispielsweise bei einem Controller, der immer dasselbe abarbeitet. Nicht, dass Controller immer dasselbe machen, aber bei einem, der das macht, können das dann debuggen mit Logisim, könnten es realisieren und hätten dann einen Controller, der immer dasselbe macht für irgendeine Anwendung, an irgendeinem Bordcomputer oder sonst was. Ja, mit dem Ding sowieso nicht, weil wir hier keine Schnittstellen nach draußen haben. Ja, was wir machen ist, wir drücken auf Plus und geben da ROM ein. RAM und ROM. Kennt man vielleicht aus der Minecraft-Serie. Was wir hier brauchen ist fürs Erste, es wird noch mehr dazu kommen, den Takt. Könnten wir auch gleich so nennen, wenn wir wollen. Das ist der Haupt-, also der normale Prozessortakt, der wird hier reingehen. Dann brauchen wir natürlich noch unseren Programmspeicher, wo das Programm drin steht. Wie wir so ein Programm schreiben, zeige ich euch auch später. Später im Video. Und dann fügen wir mal hier eine ROM ein. Ganz wichtig ist natürlich Bitbreite der Daten 8 und Bitbreite der Adressen auch 8. Weil diese Daten, die hier drin stehen, sind unser Befehlscode. Sprich, das hier ist Adresse 0, das rot eingekästelte, und da steht ein Befehl drin. Dann wird er weiterspringen zum nächsten Befehl und so weiter und wird alles sequenziell abarbeiten. Ohne die Flex- und Sprungbedingungen wird er das wirklich einfach von Adresse 0 bis Adresse 255 abarbeiten und dann, je nachdem, wie wir den Zähler eingestellt haben, wird der Neuanfang aufhören, sonst irgendwas. Bis jetzt wird er das auch machen, aber wenn wir dann später die Flex und die Sprungbedingungen einfügen, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie Loops einzufügen. Das kennt ihr vielleicht mit, aus Vorschleifen oder Wildschleifen. Und zwar, wir können so lange einen bestimmten Programmteil wiederholen, bis irgendeine bestimmte Bedingung erreicht wird. Zum Beispiel, bis irgendeine Arbeitsadresse gleich 0 ist oder so. Arbeitsspeicheradresse gleich 0 ist. Dazu wird es aber gesondert Videos geben. Darum soll es hier nicht gehen. Das zweite, was wir einfügen, ist bei Speicher einen Zähler. Der gibt die Adresse an. Das könnt ihr bei Überlauf einstellen, was ihr wollt. Ich mache jetzt mal bei Überlauf Halte an. Weil, wenn wir jetzt den höchsten Wert erreichen, FF, dann wird dieses tolle Lämpchen hier angehen. Da können wir einen Pin nach draußen machen. 3 State 9. Und wenn diese Lampe an ist, dann wissen wir, gut, das Programm ist vorbei, hat seinen Höchstwert erreicht, der Zähler hat angehalten. Den Datenausgang des Zählers verbinden wir mit dem Adresseingang der ROM. Was jetzt normalerweise passieren wird, ist, wir starten bei Adresse 0, da steht irgendein Befehl drin, INA3 zum Beispiel. Auf Adresse 1 würde jetzt mal der Befehl stehen, move DA. Auf Adresse 2 würde jetzt mal stehen, INA4. Und auf Adresse 3 würde jetzt mal stehen, add.
Und dann hätten wir in A das Ergebnis aus 3 plus 4, wenn ich mich jetzt nicht versprochen habe. Zweite Rennen verbinden wir den, also so arbeitet halt ein Assembler-Programm. Mit den Sprüngen können wir halt sagen, yo, also wenn die Null-Flag gesetzt ist, dann spring immer wieder zurück. Und wenn die nicht mehr gesetzt ist, dann machst du einfach nur mal weiter. Ich werde vielleicht auch nochmal ein kleines Tutorial zum Thema Assembler hier bringen. Im Moment können wir den Takt einfach anschließen und wie wir sehen, steigende Flanke, passt alles. Immer wenn wir den Takt auf, also wenn wir die Taktflanke steigen lassen, dann springt die Adresse 1 weiter. Steuerung R resettet das Ganze, dann brauchen wir natürlich noch einen Ausgangspin nach draußen. 3 State 9, West, Datenbits 8. Können wir das Ganze schön bearbeiten. ROM. Takt und Statuslampe. So, das hier ist unser Datenausgang. Hier kommt der Befehl. Hier ist die Statuslampe, dass das Programm terminiert hat. Und hier ist der Takt. Gehen wir wieder auf unseren Main-Schaltkreis, können diesen Pin hier entfernen. Fügen unseren ROM-Baustein hier ein. Und fertig ist das Ganze. Jetzt habe ich noch einen kleinen Schönheitsfehler hier drin. Will ich gleich nochmal wegmachen. So. Sieht doch schon viel besser aus. Jetzt, wenn ihr das so gemacht habt wie ich, dass der Zähler bei Überlauf anhält und wir dann diesen Overflow-Bit am Zähler hier, also dieses Ding hier, wird angehen, wenn der Zähler seinen Maximalwert erreicht. Und da wir beim Maximalwert anhalten, wird halt diese Lampe auf 1 bleiben. Können wir auch gleich dem User oder uns selbst sagen, das Programm ist beendet. Dazu gehen wir auf Eingabe, Ausgabe, holen uns eine LED, richten die nach Osten aus, stellen in den Einstellungen die Farben ein, wie wir wollen. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Wir machen jetzt hier mal im Zähler FF rein. Einfach Feld anklicken und Zahl eintragen. Kennt ihr bestimmt aus den Registern schon. Und jetzt wird diese LED leuchten. Jetzt könnten wir natürlich die Farbe noch ändern. Lassen wir sie mal grün leuchten. Wobei grün ist eigentlich jetzt nicht so das Wahre. Farbe aus natürlich schwarz. Oder machen wir Farbe aus mal grau. Ja. Und Farbe, das war Farbe an. Gut, wir machen Farbe an hellrot. Und Farbe aus grau. Egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. So heißt jetzt diese Lampe. Die muss ich jetzt nicht unbedingt hier benennen, weil wir nach draußen nichts mehr machen werden. Was ich noch machen kann jetzt, ist mal das Zeug ein bisschen zusammenschieben. Wird es ein bisschen übersichtlicher vielleicht, ein bisschen kleiner. Und in der Art sind wir jetzt eigentlich schon bereit, Programme in die CPU zu laden. Wenn wir unseren Maschinencode können, also wir selbst sollten den natürlich können, dann sollte das auch gar kein Problem mehr für uns sein. Weil wir in diese ROM nämlich jetzt ein Programm schreiben können. Und weil wir jetzt nicht wollen, dass der Zähler einfach durchrattert, ne, können wir jetzt auch schon mal. Obwohl, nee, das wäre jetzt Control-Logik. Eigentlich wollte ich euch jetzt den Halt-Halt-Befehl zeigen, aber dazu muss ich jetzt einen ganz neuen Baustein anfangen, weil ich alle Control-Logik in einen extra Baustein baue. Also gut, dann machen wir noch keinen Haltbefehl, sondern schreiben jetzt mal unser erstes Programm. Wir fangen an, machen einfach im beliebigen Texteditor und schreiben da jetzt unsere Assembler-Folge hin. Das ist unser erstes Programm, das wir jetzt wirklich automatisch abarbeiten lassen. Ink, ink, ink. Jetzt sollte hier 7, 8, 9, 10 drin stehen. Dann push, diese 10 sichern. INA 10. Move DA. Pop. Sub. So, und jetzt sollte, ich kann mal schnell durchgehen, was das Programm machen soll. 3 nach A,
A ist gleich, D, okay, 3 nach A, D ist gleich A. 4 nach A, addieren, inkrementieren, 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 sollte jetzt 10 sein. Auf dem Stack retten. 10 nach A, diese 10 nach D. A wieder vom Stack holen und subtrahieren, was eine 0 ergeben soll. Wenn ich es mal in der Hochsprache schreiben dürfte, A gleich 3, D gleich A, A gleich 4, A gleich, oder A plus gleich D, A ist gleich A plus gleich 3. Und machen wir es mal wirklich so. Wo war ich? Ah ja. D gleich A. Minus gleich D. So, Assembler-Repräsentation, halbwegs Hochsprachenrepräsentation und jetzt natürlich noch unser Maschinencode. Machen wir nochmal eine neue Textdatei. Und zwar machen wir jetzt, vergleichen wir jetzt mal, okay, INA3, was war das für ein Opcode? Können wir in unserem Datenblatt nachschauen. INA, gut, war der Opcode 2. Also, ist der erste Befehl. Lass bitte eine Zeile frei. 2. Die Zahl, die wir reinbekommen wollen, ist eine hexadezimale 3. Dann machen wir weiter mit Move DA. Müssen wir jetzt wieder aufpassen. Move war der Opcode 1 und jetzt müssen wir D und A zusammensetzen. Das heißt, into D from A, das wäre 0100 und diese 4 Bits wären eine 4. Weil wir immer diese ganzen 4-Bit-Gruppen in Hexadezimal angeben müssen. Also Maschinencode wäre das jetzt 0001 00011. Der zweite Befehl wäre 0. Okay, der erste wäre 0010. So, Entschuldigung. 0001 DA. Und dann machen wir halt hier so, jupp, das ist 23 in Hexadezimal. Hexadezimal zählen geht ganz einfach. Wir splitten diese 8 Bit vom Befehlsbus in 2x4 Bit auf. Und die ersten 4 Bits sind die erste Ziffer, die zweiten 4 Bits sind die zweite Ziffer. Und es gibt kein 10 oder 11, sondern man fängt an 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jupp. Ich werde meinen Wikipedia-Artikel in die Beschreibung posten. Ich werde jetzt mal den ganzen Maschinencode übersetzen. Und dann werde ich die Aufnahme wieder auffangen. So, übersetzen wir dieses Programm in unseren Maschinencode und schreiben das in Hex um. Also wir übersetzen INA3 in 00, 0010, 0011, teilen diese zwei Bits auf, diese zwei 4-Bit-Gruppen auf. Ich weiß, unsere Bitgruppen sind ja eigentlich hier gegliedert, aber um es halt hexadezimal darstellen zu können, müssen wir diese E1 und E2 als 4-Bit-Zahl werten und daraus eine hexadezimale Stelle machen. Es funktioniert trotzdem genauso. Jetzt werden sich vielleicht die Logisim-Unerfahreneren unter euch fragen: Schön und gut, dass du uns das jetzt zeigst, aber was soll das? Wir sind jetzt im Moment noch unser eigener Assembler, weil wir noch keinen Assembler haben, wo wir einfach das reinschreiben, auf Start oder auf Los oder sowas oder auf Übersetze drücken und dann das hier rauskommt. Und die Logisim-ROM arbeitet mit hexadezimalen Werten. Sprich, wenn wir hier INA3 auf dem Befehlsbus wollen, müssen wir in die ROM bei Adresse 0 eine 23 schreiben. Also eine 2x16 plus 3 umgerechnet in eine 2x16 plus 3 auf einem 8-Bit-Bus. Und das können wir eigentlich auch gleich probieren. Dazu machen wir am Anfang der Datei bitte diesen Satz hier hin, v2.0 raw, und speichern das Ganze als test.hex-Datei ab. Navigieren wir jetzt zu unserer Logisim-ROM, klicken Rechtsklick auf die ROM und Speicherabbild laden und sehen, cool, da ist test.hex. Jetzt können wir das mal anklicken, öffnen und hier ist unser Programmcode nun in der Logisim-ROM drin. Der Zähler steht auf Adresse 0. Also liest er die nullte Adresse aus, was 23 ist.
Und gibt sie halt hier sofort aus. Und wie ihr sehen könnt, INA3 war unser erster Befehl. Und was sehen wir hier? INA3. Können wir in den Register noch checken? Gut, können wir in den Registern auch checken. Wenn jetzt das passiert, was mir gerade passiert ist, dass ihr den Befehl zwar reingeladen habt, auf Register wechselt, aber bei Register sich noch nichts getan hat, dann liegt das daran, dass ihr diese Unterzustände von eurem Projekt nimmt. Ihr müsst immer über Main in die Bauteile rein navigieren. Schöne ist, wenn ihr Steuerung Reset drückt, bleiben die Werte in der ROM erhalten. Ihr müsst also nicht jedes Mal neu initialisieren. Auch wenn ihr LogiSim schließt und wieder öffnet, sollten die Werte noch drin sein. Meines Wissens. Wenn nicht, korrigiert mich, habt ihr die Möglichkeit. Damit mir jetzt nichts furchtbar Blödes, Peinliches passiert, werde ich jetzt einfach mal kurz testen, ob alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, und dann werde ich euch das Programm vorstellen. Wenn irgendwas schief geht oder so, werde ich es euch natürlich sagen. Bis gleich. Okay, unser Programm, das wir geschrieben haben, funktioniert einwandfrei. Wir haben nur noch einen kleinen Fehler in der Hardware, mehr oder weniger. Bitte ich um Entschuldigung. Und zwar werdet ihr sehen, dass der Takt hier, der eigentlich zum Stack geht, nochmal durch so ein Bauteil hier abgegrenzt ist. Was ist dieses Bauteil? Es ist einfach ein einfacher Delay-Baustein, also der ist wirklich nicht schwer zu bauen. Einen 1-Bit-Eingangspin, 1-Bit-Ausgangspin, und in dem Schaltkreis sieht es so aus: ganz viele Puffer, Unterwiring-Puffer. Was diese Puffer machen, ist dieses Signal, das hier reinkommt, ganz, ganz unmerklich kurz zu verzögern. Also es ist wirklich, es handelt sich hier um keine Ahnung, wie viele Bruchteile von einer Sekunde, was es hier verzögert wird. Aber genau diese Verzögerung brauchen wir. Und zwar beim Push-Befehl. Was ich nicht überdacht habe, ist, dass wenn Store und Clock gleichzeitig auftreten, dass der Wert nicht übernommen wird. Deswegen muss es zuerst zum Store freigegeben werden und ganz, ganz kurz danach darf der Takt durchgehen. Und deswegen eben dieses Bauteil hier. Dass, okay, der Store-Befehl kommt, der Takt-Befehl kommt, der muss nochmal schnell hier durchgehen, zack, kommt dann hier raus. Da wird nichts verändert, das Signal wird einfach weitergegeben. Ich habe das Bauteil habe ich Delay genannt. Zirkdatei ist auch wieder geupdatet worden, könnt ihr in der Beschreibung schauen. Das Programm habe ich auch hochgeladen, könnt ihr auch in die Beschreibung schauen. Also der Befehl, nehmen wir jetzt mal an, der Befehl Push, den wir haben, kommt rein, wird decoded, das braucht ja ein bisschen. Und dann geht er hier zum Store. Und der Takt, der reinkommt, kommt ein ganz, ganz klein bisschen später an als dieser Store-Befehl. Und deswegen landet, weil es ja fallende Taktflanke ist, landet der Wert noch hier, dann geht er ins Weiter und so weiter und so fort. Also einfach nur den Takt hier ein bisschen verzögern vorm Stack. Ja, dann werden wir mal schauen, ob unser Programm auch funktioniert. Wir machen mal Schaltfrequenz 128 Hertz. Unser Programm ist drinnen. Am Ende sollte in A eine 0 stehen. Und los geht's. Und da ist die 0. Das ging schnell, was? Nochmal, vielleicht kommt ihr jetzt mit. Nicht wirklich, nee, ich auch nicht. Dann machen wir doch mal 4 Hertz draus. Die Werte, die in A landen sollen, sind A gleich 3, eine 3, eine 4, eine 7, eine 8, 9, eine 10, eine 10, eine 10, eine 0. 3, 4, 7, 8, 9, A, also 10 hexadezimal, 0. Wenn ihr es mal durchgehen wollt, also wir können das Programm schnell mal durchgehen. Was ist der erste Befehl? Können wir auf dem Befehlsbus nachschauen. INA3 ist also der erste Befehl. Gut, das ist eine hexadezimale 23. Habe ich, glaube ich, erklärt. Wie gesagt, ganz wichtig ist, wenn ihr euer Programm, das ihr hier im Assembler schreibt, übersetzt in Hexadezimal, dann lasst eine Zeile frei und schreibt oben für LogiSim hin V2.0 RAW. V2.0 Leerzeichen RAW und dann den Hexcode. Die Datei speichert ihr als .hex ab und schon könnt ihr sie mit Rechtsklick Speicherbild laden in eure LogiSim-ROM laden, die übrigens nicht flüchtig ist. Also wenn ihr LogiSim beendet oder sowas oder schließt, bleibt es auch erhalten, auch wenn ihr resettet. Ich mache jetzt mal Reset. Ganz wichtig ist halt nur, dass ihr euren Schaltkreislauf abspeichert. Ist ja klar. Wie gesagt, den Delay-Baustein müsst ihr noch vor dem Takt vom RAM anfügen.
Erklärt habe ich auch wieso, weil der Store-Befehl und der Clock-Befehl fast gleichzeitig auftreten oder vielleicht sogar wegen der Bauteilverzögerung tritt der Clock ein bisschen früher wie der Store auf und deswegen einfach den Takt hier mit diesem relativ simplen Bauteil hier noch ein bisschen nachhängen lassen. Aber genug gelabert. Wir wollen ja Programme schreiben, auch mal größere als dieses Rumaddieren. Deswegen debuggen wir das. Nach diesem Befehl sollte in A eine 3 stehen. Wir takten mit Steuerung T. Wir gehen erstmal in die Register und dann takten wir mit Steuerung T einmal weiter. Noch einmal draufklicken, damit der Takt wieder fällt. Und in A steht die 3. Gehen wir wieder zurück in unser ASM-Programm. Wir verlassen uns jetzt einfach mal darauf, dass wir den Code hier, unseren Assembler-Code, richtig in den Hex-Code umgewandelt haben und debuggen deswegen mal vom Assembler aus. Move DA. Jetzt sollte diese 3 in D stehen. Da wir hervorragende Arbeit beim Bauen geleistet haben, sehen wir auch schön, aha, die 3 wird hier durch die Source ausgewählt, die wird enabled, weil der Befehl ja schon reinkommt. Darf hier durch, kein anderer Wert darf durch, alle anderen Werte sind noch auf 0, passt. 3 geht hier zum A-Register, ist nicht enabled, geht zum D-Register, das ist enabled, PL und PH sind auch nicht enabled, gut. Takten, fertig, jetzt steht die D, steht die 3 auch in D. Nächster Befehl wäre INA4, jetzt sollte in A eine 4 stehen, tut sie auch. Nächster Befehl wäre ein ALU-Befehl und es wäre add, also A plus D. Wir sehen sofort, ah, die ALU hat schon ein Ergebnis ausgespuckt, ist ja richtig schnell dabei. Wir können jetzt mal in die ALU schauen. Okay, wir müssen über Main in die ALU und sehen, aus A kommt die 4, aus D kommt die 3, die werden beide freigegeben, weil der Opcode ALU ist. Und der Befehl ist addiere 0000. Der Addierer darf also sein Senf hier nach draußen geben, da kommt eine 7. Die geht zu unseren Freunden, den Registern und steht vor A. A ist freigegeben, wenn wir takten, steht die 7 hier drin. Jetzt geht es immer so weiter. Der Befehl ist jetzt ALU inkrementiere, sprich der schöne Freund hier unten darf seinen Senf hier oben rausgeben. Also A plus 1 passt auch, da müssen wir jetzt nicht mehr dauernd nachschauen. 8, 9, 10. Der nächste Befehl nach dem ganzen Inkrementieren war Push. So. Push ist, hat also schon stattgefunden, ist ja einwandfrei, ne? Nächster Befehl ist INA10. Passt, steht ja sowieso drin. Der nächste Befehl ist Move DA. Und da ist das. Da ist A in D gelandet. Der Wert aus A. Der nächste Befehl ist Pop. Wie gesagt, im Moment ist es nicht nötig, weil wir wissen, dass A gleich 10 ist. Hier sehen wir, der Pop-Befehl hier gibt 10 aus. Ups. Gibt eine 10 zurück, aber ihr solltet das Prinzip halt verstehen, dass man mit Push und Pop Daten retten kann, weil wir eben das A-Register doppelt brauchen, um D zu initialisieren. Und deswegen wollen wir den Wert aus A vorher retten, dann D initialisieren, müssen wir über A machen mit INA und dann holen wir uns den Wert wieder zurück. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal in die ROM schauen. Der Befehl, der gerade ausgeführt wird, ist 90, was Pop wäre. Weiterschalten zu 51. Das wäre so viel wie Sub, also subtrahiere. Ich sage 51, es ist mir aber bewusst, dass es eine hexadezimale Zahl ist. Opcode 5 und E1 und E2 1, also ALU 1, das wäre Sub. Jetzt können wir wieder mal in die ALU schauen und die ALU gibt gerade 10, minus 10 ist 0, gibt sie aus, passt. Und beim nächsten Takt, steigende Taktflanke, wird A mit der 0 überschrieben. Unser Programm hat funktioniert. Jetzt könnten wir den Zähler bis zum Überlauf weiterlaufen lassen. Da ist er, der Überlauf. Da sehen wir halt eben, dass unser Programm fertig ist. Jop. Der Zähler hier, da könnt ihr ein bisschen Platz nach hier lassen, weil hier noch ein bisschen Logik ran muss, später für die Sprünge. Der Code hier drin ist hexadezimal, der arbeitet zeilenweise ab. Wir können das ganze Programm mal von hier drin anschauen, und zwar mit 4 Hertz. Da seht ihr schön, wie die Adressen nacheinander weiter wandeln und wie die CPU Zeile für Zeile abarbeitet und am Ende mit der 0 in A dasteht. Bla bla bla, kommt zum Ende.
Oh, da ist das Ende. Sehr gut. Momentan sind wir noch unser eigener Assembler, aber die Befehle sind jetzt auch nicht sonderlich schwer. Der Opcode ist nicht sonderlich groß, das kriegen wir noch hin. Vielleicht will irgendwer von euch frühzeitig schon einen kleinen Assembler schreiben, also der eben diese Eingaben zu so einer Datei formt. Wenn nicht, auch nicht schlimm, das kriege ich am Ende selber noch hin. Oder wenn wir es überhaupt brauchen, das ist ja mehr Luxus, weil wir es ja auch so schön decompilen können und die CPU jetzt nicht so kräftig ist. Aber es ist halt schön mit anzusehen. Unser Zeug funktioniert soweit. Als nächstes kommen dann die Flags und die Sprungbedingungen. Um mal das ganze Video ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben ein Programm in unserem Assembler geschrieben. Haben dann mal zur Veranschaulichung eine Hochsprachenrepräsentation gemacht, wobei das gar nicht mal so eine Hochsprache ist, ne? Dann haben wir es Zeile für Zeile, INA3, okay, das ist 23, da machen wir ein Leerzeichen rein. Der nächste Befehl 14 wäre move DA, also Opcode move 1, DA wäre 0100, das wäre eine 4. Also Opcode move D, A wäre die 4, Leerzeichen bla und so weiter und so fort. Bis wir eben bei unserem gewünschten Ergebnis landen. Wir fügen ein V2.0 RAW in die erste Zeile hinzu, speichern es als .hex ab, navigieren in unsere ROM, laden ein Speicherabbild, nicht die ASM-Datei, die erkennt er nicht, sondern eben unsere Hex-Datei, unsere von uns selbst assemblierte Datei. Diesen ROM-Baustein binden wir an den Befehlsbus in Main an. Okay, den Text mache ich mal wieder weg. Dieser Befehlsbus speist die CPU. Wir können das Programm eben mit STRG-T Schritt für Schritt debuggen oder eben durchlaufen lassen, wobei am Anfang immer debuggen sehr hilfreich ist. Wer seiner CPU, seinem Werk vertraut, kann natürlich einfach mal auf gut Glück durchlaufen lassen und schauen am Ende, ob der Wert im Register stimmen sollte. Deswegen debuggen wir ja jedes Bauteil einzeln, wenn wir es bauen. Also wir sorgen gleich dafür, dass REC funktioniert, wir sorgen gleich dafür, dass ALU funktioniert, RAM, ROM und so weiter. Ja, was wir noch machen müssen, ist einen Delay-Baustein bauen. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Einfach Input, ganz viele Puffer. Findet ihr bei Wiring, findet ihr bei Gatter Puffer. Output-Pin sieht am Ende so aus. DLY kannst du draufschreiben, gut. Fügen den beim RAM vor den Takt-Pin hier an. Also das hier ist der Takt. Eben wegen diesem Store-Konflikt, weil zuerst Takt und dann Store kommt oder beides ziemlich gleichzeitig, darf eben nicht passieren. Es muss zuerst der Store-Befehl da landen und dann darf getaktet werden. Deswegen diese Bauverzögerung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Episode ist, glaube ich, ein bisschen kürzer ausgefallen als andere. Ja, okay, es geht. Eure CPU ist jetzt fähig, sequenziell Programme abzuarbeiten, ohne irgendwie zu springen oder sonst was. Ohne if und else, ohne Loops und sowas. Aber das kommt ja alles noch. Und für das bis jetzt Part 6 und wir können schon Programme darauf laufen lassen, finde ich es eigentlich ziemlich in Ordnung. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Und viel Spaß beim Bauen, beim erste Programme schreiben. Und ja, wenn es Fragen gibt, fragt. Meine Standardsätze am Ende eines Videos, weil ich mich nie von euch losreichen kann. Oh, ist es nicht romantisch? Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Nein, wollte ich nicht. Viel Spaß beim Rumbasteln, Rumprogrammieren, wie gesagt. Ja, wenn Fragen sind, fragt, okay. Das reicht jetzt auch. Bis dann, ciao.